Hallo YouTube, da bin ich wieder zurück. Ich habe jetzt mal ein kleines Päuschen gemacht und würde direkt durchstarten. Und ich soll ja jetzt zur Syrie mit meiner Schwester. Yay! Und ich werde jetzt einiges vorproduzieren. Also ich produziere sowieso schon die ganze Zeit vor. Ich glaube, ich bin, wenn ihr das seht, 12 Folgen voraus oder so. Also richtig, richtig weit. Denn wir fahren beide in den Urlaub. Und ich versuche jetzt. Ich versuche es. Ich glaube, ich werde es nicht schaffen, aber mein Ziel ist es, so gut wie möglich dieses Spiel jetzt zu Ende zu spielen. Ich habe jetzt aktuell gerade mal geguckt. Ich bin etwas bei 20 Stunden und 20 bis 30 Stunden sollen wohl die Spielinhalte sein. Aber dadurch, dass ich so viel rumlaufe und alles Mögliche angucke, ja, werden wir das wie immer voll überziehen. Egal. Ich habe auch sonst schon viel rausgeschnitten, was zu langweilig war für euch, wo gar nichts passiert. Das würde ich so beibehalten. Ich hoffe, der Schnitt ist so okay. Also ich habe es mir angeguckt. Für mich ist es okay. Ich hoffe für euch auch, dass es nicht zu abgehackt wirkt oder zu sehr durcheinander. Aber eigentlich war. Naja, ihr seht das ja selber. Gut. Ich habe jetzt hier ein Geschenk. Sogar zwei Geschenke. Da ist noch ein kleines dazu. Vielleicht sowas wie Manschettenknöpfe oder so. Okay, ich habe jetzt auch die andere Kleidung an, weil ich einfach vergessen hatte, das zu speichern. Wo müssten das sein? Tagebuch, Besitztümer? Hier, Klamotten. Ja, für mich sind das zwei Flaschen. Ach Gott, das ist aber eine Weste. Okay, hier ist ein Etikett. Weißt du, hier ist der Flasche. Ist egal. Ich habe das nicht für voll genommen. Genau, ich habe dieses Outfit. Leider kann ich mich ja nicht drehen. Ich habe dieses Outfit jetzt gerade an. Das ist, glaube ich, der blaue Mantel, die mittlere gestreifte Hose und die mittlere Weste, weil das hier ist ja Schweinfurter Grün. Wie auch immer Schweinfurter Grün ausschaut. Also, wo das genau herkommt, warum das gerade das Grün ist, keine Ahnung. Auf jeden Fall werden sich die Damen nach mir umdrehen. Ja, hoffentlich. Und ich bin gespannt, was hier drin ist, wenn hier auch noch Klamotten drin sind. Well, I don't know. I don't know. I see you went to a barber. That's something at least. Recently, I met a bearded guy who's not especially fussy about his appearance. And yes, people welcome him everywhere with open arms anyway. Maybe he's a natural charmer. I've heard that can get you into the Imperial even without a tailcoat. Very funny. Are you getting dressed so we can go, or have you changed your plans? Anziehen und gehen. Sagen, dass du noch einen Moment brauchst. Nein, ich hätte eigentlich soweit alles vorbereitet. Ich komme jetzt mit und bringe es einfach hinter mich. Ja, genau. Yes, let's go and see if I do fit in. In that case, I'll go get changed too. Lala. Look at you. And here I worried I was the only one who looked good in trousers. Very chic choice. Sagen, dass du besser aussiehst als sie. Naja, das ist ja eine Tatsache. Also bitte. Bedanken und das Kompliment erwidern. Na komm. Ich glaube, meine Schwester, die hat mich wirklich sehr, sehr, sehr lieb. Und ich bin froh, dass ich sie habe. Und ich glaube, mein Charakter hat sie auch sehr, sehr, sehr lieb. Also ich würde sie jetzt nicht vom Kopf stoßen. Weil das hat sie auch gar nicht verdient, weil die macht sich wirklich die ganze Zeit Sorgen. Deswegen, ich bin mal lieb zu ihr, okay? Thank you. You look fantastic. Thank you. You think Papa would be mad that we're going to a party right after his funeral? I hope so. Victor. He could have kept from losing the Black Grimoire. Are we ready? Yes, the carriage is waiting. Er ist immer die ganze Zeit so gehässig, ne, dem Vater gegenüber. Er kann das nicht vergessen. Welcome to the Imperial Hotel. How may I help you? Lygia Schulska, here on the invitation of Svetlana Rumyantseva. Yes, we are expecting you, of course. The soiree is taking place in apartment 237, second floor. I wish you a thrilling and successful evening.
I'm impressed. How did you sort that out? Our name still means something. Let's do our best to keep it that way, alright? unser Name hat noch Bedeutung, aber das soll auch bitte so bleiben. Oh Gott. Oh. 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 Who are you, my golden slithering friend? Victor? Victor. Victor. Can you hear me? Yes. Of course. These people are just waiting for us to put a foot wrong, understand? We're walking into the Vipers then, brother. Wir laufen hier in eine Schlangengrube, wie passend. Oh, also wenn ich so einen gigantischen Python-Schwanz oder irgendwas anderes Schlangenartiges sehen würde, würde das Blut in den Adern gefrieren. Und das war gerade echt gruselig. Okay. Also die warten nur darauf, dass wir uns einen Fehltritt leisten und wir gehen hier in eine Schlangengrube. Warum sind wir dann genau hier? Um zu beweisen, dass wir doch nur eine ganz normale Familie sind mit ansehnlichen Namen und unser Vater ist gerade verstorben. Also den richtigen Grund weiß ich leider noch nicht. Versichern, dass alles in Ordnung ist, dann wäre das hier, glaube ich, abgeschlossen und sagen, dass du noch nach einem Moment zu ihr stößt. Das wäre natürlich am liebsten. Ich würde, glaube ich, das hier nehmen. Ich würde mich ganz gerne umsehen, wenn sie es zulässt. Ich muss einfach. Gib mir mal einen Moment. I'm going to hang around here a little longer. I'll meet you upstairs. See you there. Das Schlangennest. Finde Svetlana in ihrer Wohnung. Finde die Person mit dem Laster, auf die es der wilde Salutor abgesehen hat. Als ich das Hotel Imperial betrat, warnte Ligia mich vor diesem Ort. Er ist ein wahres Schlangennest, voller unbarmherziger, skrupelloser Menschen. Wer sich hier nicht an die Regeln hält, wird schnell vom Raubtier zur Beute. Okay. Also hier ist auf jeden Fall irgendetwas. Es sind auf jeden Fall einige Damen da. Ein Haufen eingesperrter Vögel. Ein goldener Käfig. In dem goldenen Käfig sitzt ein exotischer Vogel, der mich mit seinen schwarzen Knopfaugen beobachtet. Um den goldenen Käfig schwirren geflüsterte Worte einer Frau, die darüber nachdachte, ihn zu öffnen. Sie stand kurz davor, den Vogel aus Jux zu befreien, um das darauffolgende Chaos zu genießen. Irgendetwas hielt sie jedoch davon ab, weshalb der Vogel immer noch im Käfig ist. Was ist das? Eine Prozession schlanker Beine, bunte Federn und melodischer Stimmen. Im Gegensatz zu Revue-Tanzmädchen ziehen diese Schönheiten ihren Liebhabern das Geld unabsichtlich aus der Tasche. Ah ja. Exotische Vögel. So, jetzt gehen wir nochmal hier durch. Gucken uns einfach ganz in Ruhe um, bevor ich mit den Personen spreche. Ob hier noch irgendetwas ist. Das ist cool, wie sich das wie so eine Welle ausbreitet. Ich glaube, hier hat es gerade geglitzert. Da liegt doch was. Und hier. Das Bild? Das Bildnis. Werbeplakat für Science. Für eine Science. Ein Werbeplakat für eine mysteriöse Madame Samira. Die Oberfläche des Plakates spiegelt die positiven Gefühle der Passanten wider, die es sich durchgehen lassen haben, darunter die Neugier in Bezug auf das mysteriöse Medium und Aufregung, die sich durch einen erhöhten Puls verrät. Anscheinend sind die Seancen der Madame sehr beliebt. Also so, falls jemand nicht weiß, was Seance ist, ich glaube, es heißt Sitzung. Nur im Spirituellen. Oh, hier gibt es doch sowas wie eine Anmeldung. Da hinten sind auf jeden Fall ein Haufen Schließfächer. Vielleicht ist das auch sowas, wo man seine Sachen dann abgeben kann. Nein, hier ist doch nichts. Ich dachte gerade, hier wäre auch etwas.
Okay, dann rede ich jetzt mal mit den Personen. Ich sehe gerade nichts mehr, was sich noch irgendwie eventuell benutzen lässt. Guten Abend, der Herr Sergei. What did we come here for? These soirees are for old people. Good evening. May I? Please, we're not discussing anything consequential. You keep on worrying about yourselves. I intend to make the most of this evening. See, I told you he was in love. Miss Skawan is out of your league, my friend. To say nothing of her father. Skalon kenne ich nicht. Nach Skalons Tochter fragen und weiter zuhören. Wir hören mal weiter zu. Ich glaube, die haben noch eine Menge mehr preiszugeben. Old Skawan and I are practically on first name terms now. You'll see. I'm sure. So, one eye-catching girl has already got an admirer. What does that leave us, Maxime? Not much. The dull, the silly, or, well, the old. En parlant de Lygia Shuska, she just passed this way. Pigs will fly before someone fancies her. She'd actually prefer Sophia Skawan, according to what I've heard. Well, what do you think? Und was denken Sie darüber? Oh, meine Schwester anzugrapschen. Ich glaube, es geht los. Eieieiei. Wie war das? Wir müssen hier ganz ruhig bleiben. Wir dürfen auf keinen Fall auffallen. Oh, ich sehe schon, wir sind gleich wieder draußen. Oh mein Gott. Okay. Die Tochter des Generalgouverneurs. Sophia Gorievna? Gorievna Skalon ist die diesjährige Debütantin der Warschauer Gesellschaft, die viele Augen auf sich zieht. Die junge Salonlöwin genießt die Aufmerksamkeit, die ihr zuteil wird. Ach, auch das noch. Die badet sich also auch noch in diesem ganzen Aufmerksamkeitsgedöns. Nun, was denken Sie denn darüber, über Ihre Schwester? Die wissen ja gar nicht, wer ich bin. Ja, ich stelle mich mal vor, netterweise, ne? Höflich, wie ich bin. My name is Viktor Schulski. Well, there we have it. Na, dann haben wir den Salat. Scheiße. Ein Streit anzetteln. Oh nein. Meine Schwester reißt mir den Kopf ab. Sagen, dass sie nicht gefällt, was sie gesagt haben. Weißt du was? Ich glaube, egal was ich wähle, es wird zum Streit kommen. Es sei denn, meine Schwester kommt runter und checkt, dass irgendwas nicht stimmt. Oh, scheiße. Okay, ich versuche, mich defensiv zu verhalten und sage einfach, pass auf, Kollegen, das war jetzt nicht okay, was ihr gesagt habt. Mal gucken, was passiert. And I don't like what I just heard, especially about my sister. And what are you going to do about it? Ah, sie in Ruhe lassen. Okay, das darf ich noch wählen. Ich lasse sie in Ruhe. Ich hab's ihr versprochen. Pardon me, gentlemen. I promised that I would be well behaved tonight. Lunatic. Was hat er gesagt? Spinner? Boah, ich nehme dich gleich auseinander, Kollege Schnürschuh. Oh, ich darf aber nicht. Ich würde gerne, aber ich würde. Oh, ich darf nicht. Ich hab's ihr versprochen. Ich halte mich dran. Den nehmen wir garantiert. Den machen wir nachher noch einen Kopf kürzer. Well, well, someone new. Good evening. Good evening, Viktor Schulski. Irina Orlova of those Orlovs. This is Natalia Obolenskaya, and this strangely quiet soul is our delightful Sofia Skawan. Irina is exaggerating. Nice to meet you, Mr. Schulski. The Governor General's daughter herself. How do you do? What can you tell us? Sagen, dass du von dem goldenen Käfig weißt. Sagen, ob sie Spaß haben. Gefällt es ihnen hier? How are you enjoying yourselves? We can't complain. Seeing as we're debutantes, we're getting a lot of attention. Really? Maybe you'll tell us something about yourself. Das ist, glaube ich... Also das ist noch eine optionale Antwort. Sagen, dass du von dem goldenen Käfig weißt. Das würde ich gerne noch erzählen. Ich, oh Gott, wir werden jetzt total prahlerisch von uns. Und ich hoffe, wir werden jetzt nicht sagen, dass wir ein Traumatalk sind.
Aber diese optionale Antwort möchte ich gern noch ausspielen. I suspect you want to hear more about the book. We've never met a thaumaturgist before. Die Katze ist aus dem Sack. To tell the truth, I didn't believe they existed. A thaumaturge. Don't worry. But now you do. Well, it depends on what kind of trick you show us, Mr. Schulski. Kommt drauf an, was für Tricks sie uns zu zeigen haben. Ugh. Ich würde am liebsten gar nichts zeigen. Okay. I've heard a certain secret. Do you want to hear it? Come now, we won't tell anyone. Wir erzählen es auch keinem weiter. Sie erst ein wenig ärgern. Oh. Ey, Spiel, liebe Entwickler, warum macht ihr sowas? Das ist so gemein. Natürlich muss ich da draufklicken. Ah, oh, das ist so fies. Ich könnte mir jetzt auch verspielen. Ich hoffe, dass diese Antwort nachher nicht verschwindet. Weil die beiden oder die Damen nachher so angepisst sind, dass sie nie wieder mit mir reden wollen. Oh, maybe I shouldn't. Do you like being a tease? Nein, wir sind kein Scherzkeks. Los, weiter. Forgive me, ladies, for teasing you like this. Here's the secret. Come on, we're dying to know. Someone was recently playing with a lock on one of the gilded cages, wondering what would happen if all the birds escaped captivity. And I know for certain it was one of you. Sophia, that sounds like you. Admit it. And now what will happen to us, Mr. Schulski? Was wird mit uns jetzt geschehen? Vorschlagen, ein Geheimnis gegen ein Geheimnis zu tauschen? Sagen, dass ihr Geheimnis sicher ist? Das ist doch hier eine gute Idee. In exchange for my discretion, I need another secret of yours. That's the only way to keep everyone in check. What should I choose? Our fathers don't know we're here. There you are. How naughty. None of your fathers know? None, especially not Sophia's. Otherwise, he wouldn't have let her come. I'm very satisfied with this trade. And what now? Keiner der Väter weiß, dass sie hier sind und ihr Debüt geben. Schön. Ich glaube, die würden ausrasten. Vor allen Dingen, weil diese Geifer da hinten schon stehen, wie die Geier, und warten. Ach ja, ich gehe einfach mal weiter. I need to slip away for a moment. We should go as well. We've really forgotten ourselves around you. That's nice to hear, but I understand. The soiree won't wait. I hear Rumyantseva has invited a real medium. Will there be ghosts? That I'd like to see. Das Geister geben. Okay, wir sollen da jetzt hoch. Jetzt ist auch offen. Ah, okay. War eben gerade noch zu. Ich lasse die drei unten stehen, weil ich glaube, dann würde ich hier die Quest irgendwie sehr beeinflussen. Ich würde jetzt keinen Streit mit denen anfangen. Mir kribbelt es aber in den Finger, muss ich ehrlich zugeben. Okay, gucken wir nochmal hier hinten, ob irgendetwas hier ist. Da ist verschlossen. Da hängen ein paar schöne Bilder. Okay. Das ist doch ein Telefon, oder? Schade, ist der Kronleuchter vor. Hier ist der Hörer und hier müsste man reinsprechen. Es hängt nur viel zu weit oben. Und das klingelt hier. Das sind zwei Schellen, die klingeln. Lol. Sehr modern. Oh. Also, hier steht ein Haufen Alkohol. Fangen wir damit an. Ein zerknülltes Taschentuch. Ein zerbrochener Teller hier und ein paar zerbrochene Teller hier. Das könnte Blut sein, es könnte angedeutetes Essen sein. Hier ist auch irgendwas verschmiert. Hier stehen auch nochmal Flaschen. Die wird so ein bisschen durchsichtig dargestellt. Also hier hinten in der Ecke ist irgendetwas passiert. Aber ich kann noch nicht damit interagieren, aber ich werde es mir auf jeden Fall mal merken. Es könnte auch Blut sein, das angedeutet ist. Maybe. Aber schon interessant, dass es die Ecke dort hinten gibt. Ach ja, und eine kleine Anmerkung noch. Ich habe beim Schneiden und beim Thumbnail-Bauen gesehen. Ich hab mir wieder mal hier kreativ ausgetobt. Ich hoffe, die Thumbnails gefallen euch auch so gut wie mir momentan. Ich konnte mich richtig gut austoben. Beim Schneider
Das war jetzt schon. Aber beim Schneider, wenn ihr die Folge gesehen habt, hängt am Regal, wenn er so die Arme verschränkt, das gleiche Halbnacktfoto von der Madame Lulu. Oder, nee, der Kurtisane. Und das fand ich, das ist mir beim Aufnehmen überhaupt nicht aufgefallen, auch beim Schneiden nicht, aber beim Thumbnail-Bauen ist mir das aufgefallen. Ich dachte so, aha, gucke einer da, ein heimlicher Fanboy. Schön. Fand ich irgendwie cool. Okay, hier ist auch zu. Oh, du. Mr. Schulski? I didn't expect to see you here, of all places. You don't know how very flattering that is. And what brings you to the Imperial? Was bringt ihn das Imperial? Fragen, was er hier macht, fragen, warum er so viele Narben hat, sagen, dass du Teil der gehobenen Warschauer Gesellschaft werden möchtest. Ach du Scheiße, das wäre ja total gelogen. Wir fragen ihn mal, was mit seinem Gesicht passiert ist. If I may, there's one question niggling at me. How did you get so many scars? Why do you ask? I've heard that Russian officers in training have drunken duels with sabers after hours. No. A very peculiar custom, if that's true. So where did those scars come from? I've led an interesting life. Toll. Eine sehr ausweichende Antwort. Ich habe ein interessantes Leben gehabt. Ja, ich auch. Ich glaube, jeder Zweite, der hier zuschaut, auch. Fragen, was er hier macht. I could ask you the same question. I'm passing the time. Ah, curious hobby. I'm simply interested in people. Ich interessiere mich für die Menschen. Wenn er sich für die... Ah, cool. Die erste Antwort gibt's nicht mehr. Okay. Also hat sich jetzt der Dialog dahingehend entschieden. Fragen, womit er sein Geld verdient. Das würde ja anspielen auf die WAG, weil Koneschkin. Und fragen, was er über die Gäste erzählen kann, wenn er sich für die Menschen interessiert. Ah, ich nehme mal die zweite. Ist noch relativ unverfänglich. You know these circles well? They're not hard to figure out. A gang of none too bright layabouts chasing amusement after amusement after amusement. Do you feel part of that gang? I'm not one of them. And neither are you. Nor was your father. Fragen, wer er ist. Who are you, really? Just someone who wants to enjoy himself at a party. Aha. Das ist ja noch eine optionale Antwort, dann nehmen wir erstmal die. The Cream of Warsaw Society is here, so I thought it would be worth showing my face. With a name like yours, I'm sure you fit right in. After all, someone must have invited you. Jemand muss sie eingeladen haben. Naja, ich bin mit meiner Schwester hier. I'm not worthy. My sister brought me along out of pity, I think. And so, Miss Ligia is here too. Why do you ask? No reason. What are you hoping for this evening? Who knows? Maybe I'm keeping an eye out for the future Mrs. Schulska. Best of luck. You'll need it, since Ligia ended up with the entire inheritance. Woher weiß er das, dass meine Schwester das ganze Erbe eingeheimst hat, was ja nicht stimmt? Ich wiege ihm meine Sicherheit. Woher weiß er das? How do you know all these things? People talk, I listen. That's all. Schon komisch, ne? Aber es ist auch sehr komisch, dass er es interessant fand, dass er weiß jetzt, dass meine Schwester hier ist. Entweder hat er es auf meiner Schwester abgesehen oder er versucht, meine Schwester demnächst als Druckmittel zu benutzen. Who did you say you were to my father? A trusted acquaintance. I supported him with good advice. Though truth be told, he rarely needed it. Your father had a gift for making good decisions. Which of my father's decisions would those be?
Once that were good for your family, perhaps we'll have the chance to return to this another time. Goodbye, Mr. Shulsky. Yes, I'm sure. Also der Typ ist irgendwie extrem suspekt. Trau dem keinen Meter Feldweg. Okay, hier haben wir drei Personen. Sofia Georgievna. Skalon. Georgieva. Mann. Sie ist die diesjährige Debütantin und die Tochter des Generalgouverneurs von Warschau. Georgi Skalon. Zwar macht sie als junge Frau gerade einmal ihre ersten Schritte in der gehobenen Gesellschaft, doch sie hat schon viele Bewunderer. Irgendetwas an ihr ist interessant. Ja, und das ist wahrscheinlich nicht nur ihre Figur, stimmt? Das sieht ja cool aus. Madame Samira, ein Medium. Ihre Seancen sind in Warschau sehr beliebt. Ich frage mich, ob Geister auch von ihr angezogen werden. Und Sergei. Bei Svetlana Soiree traf ich einen lebhaften jungen Mann, Sergei Alexandrowitsch Nekrasov. Anscheinend hat er eine Schwäche für Sofia Skalon und entspricht dem typischen Bild eines reichen Warschauer Jünglings. Ich bezweifle, dass wir uns anfreunden werden. Ich auch. Wir freunden uns doch so gut wie niemanden an. Also, ja. Wir haben uns doch nur mit Rasputin haben wir uns angefreundet. Und ich bin froh, dass ich den habe. Denn er ist der Einzige, der bisher die Salutore zähmen konnte. Ich kann sie zwar einfangen, aber ich kann nicht mit ihnen umgehen, wenn sie nicht gezähmt sind. Und das ist so krass, dass ich ihn dahin brauche, dahingehend. Ohne Rasputin würde ich hier gar nicht vorankommen. Und ich habe es irgendwie 15 Jahre lang ausgehalten. Also mein Charakter hat es 15 Jahre ausgehalten, mit dem Opür durch die Gegend zu ziehen. Und dann so Probleme zu bekommen, weil er nicht gezähmt war. Also ich war ja dem Tode nahe am Anfang. Und da fehlt mir irgendwie noch die Geschichte dazwischen. Also stückelhaft kommt das immer, das finde ich sehr, sehr spannend. Aber warum ist denn dieser Kontakt fast unterbrochen worden zu meinem Opür, diese Verbindung, die ich aufgebaut hatte? Das würde mich interessieren. Irgendwas muss passiert sein, dass ich fast gestorben wäre. Ja. Mal gucken, ob das noch kommt.